Kennt ihr das auch? Es wird dir Unrecht getan. Und Menschen sprechen in einer negativen Weise über dich oder über etwas, was dein Leben betrifft. Und du hast so innerlich einen Knopf und du möchtest reagieren und gleich zurückgeben, richtigstellen, verteidigen, in Angriff übergehen oder sonst etwas. Und du merkst, nö, das ist nicht dran. Und das ist für mich schon ein Lebensthema. Ich habe wohl nicht sehr stark ausgebaut, aber ich habe eine cholerische Ader. Also ich kann schon, wenn es sein muss. Habe aber gemerkt, dass Jesus mich immer wieder korrigiert hat und gesagt hat, Martin, halte dein Herz weich. Lass es nie zu, dass negative Gedanken über andere Menschen dein Leben bestimmen. Lass es nicht zu, dass Negatives einen Einfluss auf dein Leben hat, sondern bleibe immer offen für Menschen. Da ist jemand, der will absolut keine Beziehung mehr mit mir haben. Das ist an und für sich verletzend ohne Ende. Und ich merke, ich könnte jetzt auf hart stellen. Und Jesus sagt, halte dein Herz weich. Wenn du dein Herz weich hältst, versöhnungsbereit bist, frei von negativen Gedanken, werden die Türen und Toren der ganzen Welt dir immer offen stehen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir das, dass die Türen und Tore der Welt für dich offen stehen, dein Herz nie hart wird und du immer versöhnungsbereit bleibst.